Ja, ich darf euch auch von meiner Seite nochmal frohes Neues wünschen. Ist ja mein erster Gottesdienst, bei dem ich jetzt wieder dabei sein darf dieses Jahr. Hoffe, ihr seid gut rübergekommen ins neue Jahr. Der Januar ist schon halb rum. Wir haben eben schon die Frage gehabt, darf man das eigentlich noch am 17. Ein frohes neues Jahr wünschen? Ich habe es hiermit einfach mal gemacht. Januar ist schon halb rum. Ich weiß nicht, ob ihr eure ersten guten Vorsätze schon beerdigt habt oder ob ihr euch überhaupt was vorgenommen habt für dieses Jahr. Ich mache seit einigen Jahren keine wirklichen guten Vorsätze mehr. Ich nehme mir gelegentlich mal vor, mich zu bessern und so. Das schon. Aber nicht immer, nicht unbedingt zum Jahresanfang, weil ich habe irgendwann mal gemerkt, das ist irgendwie frustrierend so. Man kann wirklich die Uhr nachstellen, wie lange das wirklich hält dann. Ich mache mir keine guten Vorsätze mehr, aber ich finde es zum Jahresanfang immer wertvoll, das Jahr, oder fand es die letzten Jahre sehr wertvoll, das Jahr bewusst wirklich mit der Jahreslosung zu beginnen. Und fand das die letzten Jahre sehr stark und würde gerne auch heute über die Jahreslosung predigen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, schon drüber gesprochen oder sie schon gehört oder gelesen habt. Steht im Lukas-Evangelium, Lukas 6, Vers 36. Da sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, was das bei dir auslöst, wenn du das so hörst. Vielleicht findest du das irgendwie so nett und harmlos. Vielleicht sogar so ein bisschen kitschig. Klingt vielleicht so ein bisschen nach Postkarte. Vielleicht denkst du auch genau das Gegenteil, so Hilfe, wieder nur Ansprüche, jetzt soll ich auch noch barmherzig sein und dann auch noch genauso wie Gott, das schaffe ich ja nie. Also ich habe bei mir diese beiden Extreme an Reaktionen gespürt auf diese Jahreslosung und ich glaube, die gehen beide an der eigentlichen Aussage vorbei. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist weder nett und harmlos, noch ist das eine krasse Überforderung. Es ist zwar krass und revolutionär, aber gleichzeitig ist es auf eine gewisse Weise kinderleicht, was dahinter steckt. Denn dahinter steckt ja zuerst mal eine Einladung, nämlich Gottes Barmherzigkeit zu erleben. Wir sind eingeladen, Gott nachzuahmen. Und um jemanden nachzuahmen, muss ich ja erstmal selber erleben, wie derjenige ist. Und auf einmal wird es dann schon deutlich einfacher. Also, lass uns das mal ein bisschen genauer angucken. Wie ist denn Gottes Barmherzigkeit? Wenn sich dieses Wort Barmherzigkeit mal so ein bisschen durchbuchstabiert, merkt man relativ schnell, dass es eigentlich kein Alltagswort. Ich weiß nicht, wer von euch das zuletzt außerhalb eines Bibelverses gebraucht hat, dieses Wort Barmherzigkeit. Das ist irgendwie ein bisschen altbacken. Es kommt so in unserer Alltagssprache nicht vor. Fällt jetzt auch kein passender Vergleich ein. Vielleicht sowas wie Lichtspielhaus ist auch kein Alltagswort für uns. Weiß auch kaum jemand, was mit anzufangen, dass damit ein Kino gemeint ist. Also es ist ein bisschen outdated. Klingt irgendwie nett und altmodisch, aber vielleicht auch etwas unklar so in der Bedeutung dadurch. Klingt so ein bisschen nach so einem leicht kitschigen Zuckerguss vielleicht, so wie eine Erweiterung dieser kuscheligen Weihnachtsharmonie. Seid barmherzig, Barmherzigkeit. Wenn man das versucht zu definieren, würde ich am ehesten sagen, Barmherzigkeit ist Mitgefühl oder Empathie. Man könnte auch, das steckt da nicht von der Entstehung des Wortes her nicht drin, aber man könnte es vielleicht auch so ein bisschen wie Warmherzigkeit beschreiben. Also es ist mehr als nur irgendwie Mitleid. Mitleid ist, glaube ich, eher so das reine Gefühl. Barmherzigkeit, würde ich sagen, ist ein Mitgefühl, das jemanden in Aktion setzt. Vielleicht denkt der ein oder andere an den barmherzigen Samariter, diesen Mann, der aktiv wurde, weil er einen Hilfsbedürftigen am Wegrand hat liegen sehen.
Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Die hebräische Sprache ist ja deutlich weniger abstrakt als die deutsche. Wir können über Liebe reden oder über Hilfsbereitschaft, aber das ist relativ abstrakt, diese Worte. Die hebräische Sprache ist manchmal sehr wenig abstrakt, sehr handgreiflich. Das steht für das Wort Barmherzigkeit. Im Alten Testament steht in der Regel das Wort Rachamim. Oder das ist oder die gleiche Wurzel wie das Wort Rechem. So, Rechem, das ist Barmherzigkeit. Und das ist ganz interessant, wenn man das nachschlägt im Wörterbuch. Das steht auch für Eingeweide oder Inneres. Und zwar insbesondere, also so Inneres so auch im übertragenen Sinne, so der Sitz der Gefühle. Wir reden manchmal so von unserem Bauchgefühl. Ähnlich ist das hier mit Rechem gemeint. Und insbesondere, was am deutlichsten dabei anklingt, ist das Wort, und das ist auch wirklich eine wörtliche Übersetzungsmöglichkeit, Mutterschoß. Wir können vielleicht sogar sagen Gebärmutter. Ja, also wirklich das Organ, was eine Mutter ausmacht. Ja? Also es klingt etwas sehr, sehr, sehr Greifbares, Emotionales und Leibhaftiges bei diesem Wort durch. Nach dem Herz ist Rechem, der Mutterschoß, ist das häufigste genannte innere Organ, was im Alten Testament so vorkommt. Also das zweithäufigste nach dem Herz. Mutterschoß. Mein hebräischer Lehrer früher hat dieses Wort immer übersetzt mit Mutterschoßbarmherzigkeit. Die Mutterschoßbarmherzigkeit Gottes. Ich habe dieser Tage eine WhatsApp bekommen von meiner Tochter, die ist 4. Die kriegt manchmal, wenn sie genug quengelt, kriegt sie das Handy von meiner Frau in die Hand gedrückt und darf dann irgendwem, in dem Fall mir, irgendwie so ihre Lieblingssammlung, aktuelle Lieblingssammlung von Smileys zuschicken. Und da habe ich dieser Tage diese Nachricht gekriegt. Ich zeige die euch mal. Es sind ganz oben ist eine Meerjungfrau dabei und so ein paar Disketten und so weiter sind dabei, aber überwiegend Herzchen. Knallbunt durcheinander, die meisten rosa. Und dann sagte sie mir, als wir uns wieder gesehen haben und sie mich darauf angesprochen hat, hat sie gesagt, ja, so lieb habe ich dich. Ha, geht dann das Vaterherz auf. Ja, also das ist so eine WhatsApp, die würde ich an die Wand hängen, wenn ich könnte. Aber also es ist keine Frage, es tut gut, das so zu sehen, dass da wirklich auch eine emotionale Bindung da ist. Aber wenn sie sich wehgetan hat und wenn sie Trost braucht und wenn sie die Wahl hat, geht sie nicht zu mir, dann geht sie zu Mama. Bei meiner Frau finden die Kinder meistens eher diese wohlige Wärme als bei mir. Oder suchen sie jedenfalls eher als bei mir. Wahrscheinlich finden sie sie auch schon besser. Und ich will da jetzt auch nicht nur irgendwelche Rollenklischees oder Stereotype pflegen. Ich versuche mich ja als Vater meinen Kindern natürlich auch oder ihnen natürlich auch mit emotionaler Nähe und Wärme zu begegnen. Aber ich glaube, ich bin da schon etwas mehr herausgefordert als meine Frau. Jesus sagt hier erstmal in dieser Jahreslosung: Gott, der Vater, ist barmherzig wie eine Mutter. Das klingt dadurch. Diese Betonung der weiblichen mütterlichen Seite Gottes, der Mutterschoßbarmherzigkeit. Diese Betonung ist ja umso auffälliger, gerade weil Jesus eigentlich vom Vater spricht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist ein Kontrast. So ein bisschen überspitzt könnte man sagen, seid mütterlich, wie auch euer Vater mütterlich ist. Ich finde das interessant. Wir hatten ja schon. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht vor 5 Jahren, 2016, so eine Jahreslosung. Da hieß es, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ich habe damals, als diese Jahreslosung damals so bekannt wurde und so die ersten sich damit auseinandergesetzt haben, habe ich ein paar Mal das so gehört oder gelesen im Netz, in irgendwelchen Diskussionen, dass dann relativ schnell dazu gesagt wurde, ja, es ist natürlich klar, dass Gott jetzt nicht weiblich ist oder so. Und ich frage mich manchmal, woher dieser
warum das so wichtig ist, woher dieser leicht, weiß nicht, ob das so ein antifeministischer Reflex ist oder so, woher das kommt, dass man da sofort irgendwie sicherstellen muss, dass Gott natürlich nicht eigentlich weiblich ist, das wissen wir ja. Ne? Also irgendwie merkwürdig. Wieso ist das dann nicht genauso klar, dass Gott natürlich auch nicht männlich ist? Das wird ja dann nicht dazu gesagt. Natürlich stellt Jesus Gott als Vater dar und benennt ihn so, aber er benennt auch ganz klar die mütterlichen und weiblichen Charakterzüge Gottes. Ausgerechnet der Heilige Geist, der von Jesus als Tröster beschrieben wird, Parakletos, der ist im hebräischen Alten Testament, also im Alten Testament auf Hebräisch, mit einem weiblichen Wort beschrieben. Das ist nämlich die Ruach, also der, was wir als der Heilige Geist bezeichnen, ist die Ruach Gottes. Gottes mütterliche Seite ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, glaube ich, in unserem Gottesbild oft viel zu kurz kommt. Er ist vielleicht besonders uns Männern manchmal etwas fremd. Das hat sicher auch seine Gründe in den patriarchalischen Strukturen unserer Gesellschaft und auch unserer Kirche der letzten 2000 Jahre. Hat sicher da auch seine Ursachen, dass Gott scheinbar eindeutig ein Mann ist. In der Bibel ist das nicht so eindeutig festgelegt. Die Bibel versucht nicht erstmal klarzustellen, dass Gott ja nicht weiblich ist. Im Gegenteil, da gibt es jede Menge weibliche Bilder und Vergleiche für Gott. Immer wieder wird Gott da beschrieben als gebärende Frau, als stillende Mutter oder als Geburtshelferin, als Bärenmutter, als Adlermutter, als Henne. Es gibt Vers, jetzt merke ich gerade, ich bin hier so ein bisschen, jetzt muss ich wieder so ein bisschen hier schwimmen mit meiner Bildschirmfreigabe. Es gibt einen Vers, gleich haben wir es. So, ja, bin ein bisschen hinterher mit der Präsentation. So, es gibt einen Vers, der kommt im Alten Testament sehr oft vor, in verschiedenen Variationen. Das ist die sogenannte Gnadenformel, so ist es auch genannt worden. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Steht so in dieser Formulierung in Psalm 103. Kommt aber in leichten Variationen, teilweise kommt er 7-mal im Alten Testament vor. Immer mit diesen Schlüsselbegriffen. Barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Die Gnadenformel. Gottes herausragende Eigenschaft ist seine Barmherzigkeit, die hier auch wieder gepriesen wird. Seine warmherzige, mitfühlende, tröstende, weibliche, mütterliche Seite. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns darauf einlassen und das an uns heranlassen. Gottes Barmherzigkeit gilt dir. Es ist wichtig, dass du das an dich heranlässt, denn sonst kannst du selber nicht barmherzig sein. Jesus sagt ja hier nicht, seid gefälligst mal ein bisschen barmherziger, strengt euch mal ein bisschen mehr an, reißt euch ein bisschen zusammen, sondern er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das heißt, diese mütterliche Barmherzigkeit Gottes, die gilt erstmal dir persönlich. Erinnere dich mal an so eine Situation oder achte zukünftig mal darauf, wenn ein Kleinkind zu seiner Mama gelaufen kommt, wenn es Angst hat, wenn er sich wehgetan hat oder traurig ist, wenn es von den anderen Kindern geärgert wird oder weil der Turm mit Bauklötzen umgefallen ist, es kommt zu seiner Mama gerannt. Und dann übertrag mal diese Situation auf dich und Gott. Und halte dich jetzt auch nicht auf mit der Frage, wie sehr du selbst als Vater oder Mutter diesem Bild entsprichst, sondern denke jetzt mal wirklich an dich und Gott. So ist Gott zu dir. Wenn du Angst hast, wenn du enttäuscht bist, wenn du traurig bist, einsam bist, verletzt bist, wenn du gescheitert bist und wenn du dich nicht ausstehen kannst. Gott ist nicht der, für den wir ihn vielleicht manchmal halten, so der strenge Moralapostel,
der Aufseher vor dem Überwachungsmonitor, der nur darauf wartet, uns unser Versagen aufs Brot zu schmieren. Und der uns am besten noch zu Hills-Sheriffs machen will, damit wir es bei anderen genauso machen. Gott ist die Mama, die ihr kleines Kind in den Arm nimmt. Der Vater, der dem verlorenen Sohn mit offenen Armen entgegenrennt und kein Wort verliert über dessen Unverschämtheiten ihm gegenüber. Dieser Vers, den ich eben schon angefangen habe im Psalm 103, der geht weiter. Ich lese mal etwas weiter noch vor. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Gott will nicht unser Richter sein, sondern zuallererst unser Vater. Er geht eben nicht so mit uns um, wie wir es verdient hätten, sondern eher wie eine Mutter, die eine strenge Strafe ankündigt und sich dann doch erweichen lässt. Und so ist er auch nicht aus einer Charakterschwäche heraus oder weil er einfach irgendwie inkonsequent ist oder ein schlechter Pädagoge, sondern aus vollster Absicht heraus, weil es seinem Wesen entspricht. Und er hat es sich sein Leben kosten lassen, dass er so mit uns umgehen will. Gottes volle Barmherzigkeit gilt dir. Und deshalb sei barmherzig mit dir selbst. Vielleicht ist der ein oder andere jetzt überrascht, dass das jetzt kommt. Moment, barmherzig soll man doch jetzt mal vor allem mit anderen sein. In der Jahreslosung heißt es, da sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Da steht nicht davon, dass ihr nur zu anderen barmherzig sein soll. Und ich halte das auch für zwingend notwendig, dass wir bei uns selbst anfangen. Denn manchmal ist es ja so, wir verstehen so ein bisschen was von Gottes Gnade und Barmherzigkeit und wir versuchen, anderen gegenüber auch so zu sein. Aber bei nächster Gelegenheit gehen wir gnadenlos verurteilen mit der Person um, deren Schwächen und Fehler und Versagen wir am deutlichsten sehen, nämlich mit uns selbst. Da sehen wir ganz genau, was schief läuft, oder? Hat man die guten Vorsätze wieder nicht gehalten, die man sich gemacht hat? Oder hat das Wunschgewicht bis zum Sommer doch nicht erreicht? Hat auf der Arbeit nicht genug geleistet, vielleicht? Irgendwelche Erwartungen enttäuscht? Hat der Familie nicht genug Zeit eingeräumt, die Kinder vernachlässigt? Und du klagst dich selbst an und sitzt über dich selbst zu Gericht und hörst dir ständig dein eigenes Urteil an, du Versager. Vielleicht kennst du das. Wenn ja, dann darf ich dir von Gott etwas ausrichten. Er will das nicht. Er will nicht, dass du dich selbst ständig verurteilst. Sei barmherzig mit dir selbst. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das heißt nicht, dass alles Versagen egal ist oder gleichgültig. Barmherzig sein heißt, mit sich selbst heißt nicht, immer nur Achselzucken zu sagen, ja, ich bin halt so, komm irgendwie damit klar. Hein? Sondern es heißt, dass du mit deinem Versagen zu Gott kommen darfst und dass er dich nicht verurteilt. Und auch nicht will, dass du dich verurteilst. Und das heißt, dass er dich befreit für einen Neuanfang und dir hilft, es besser hinzukriegen. Sei barmherzig mit dir. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat im Frühjahr irgendwann mal gesagt, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Ich finde das einen bemerkenswerten Satz von einem Politiker. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dieser Tag, an dem wir uns viel verzeihen müssen, der kommt nicht irgendwann, sondern das ist eine alltägliche Übung, die bei uns selbst anfängt. Gerade auch in dieser Corona-Krise, in der wir stecken.
prasseln so viele Herausforderungen auf uns ein, so viele ungewohnte, neue und belastende Situationen, so viele Veränderungen und Anpassungen, denen wir uns stellen müssen. So viel, dass es gut ist, gerade jetzt barmherzig mit uns selbst zu sein. Insofern ist diese Jahreslosung, die übrigens immer 3 Jahre im Voraus ausgewählt wird, perfekt passend für dieses zweite Jahr der Pandemie. Barmherzig sein heißt nicht, dass alles egal ist, aber es heißt, dass wir aufhören, uns selbst zu verurteilen, weil Gott uns auch nicht verurteilt. Das heißt, dass wir aufhören, uns selbst zu verachten, weil Gott nicht aufhört, uns mit offenen Armen zu lieben. Und je mehr wir das verstanden haben, je mehr wir das auch emotional verstanden haben oder mit anderen Worten gesagt, je mehr wir das fühlen. Ein kleines Kind denkt ja auch nicht rational nach, wenn es zur Mama rennt. Je mehr wir das begriffen haben, desto mehr schaffen wir es auch, barmherzig zu sein mit anderen. Desto mehr schaffen wir es, andere mit Gottes Augen zu sehen. Mit Gottes Augen, die den moralisch Gescheiterten nicht verurteilen, sondern annehmen. Und die den Armen oder Geflüchteten nicht sich selbst überlassen, sondern Hilfe anbieten. Barmherzig sein heißt, andere mit Gottes Augen zu sehen. Mit den Augen der Mama, die ihr Kind in den Arm nimmt. Und je tiefer ich weiß, dass ich selbst dieses Kind sein darf, desto leichter wird es mir fallen, anderen auch mit dieser Warmherzigkeit zu begegnen. Und zu vergeben und 5 Grad sein zu lassen, statt auszurechnen. Und geduldig zu sein, wenn jemand schlecht drauf ist, statt mich aus der Ruhe zu bringen zu lassen. Desto leichter wird es mir fallen, auch Grenzen zu überwinden, zu Menschen, auf die ich vielleicht bisher herabgesehen habe. Das war ja ein ganz außergewöhnlicher Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit, dass Jesus den Prostituierten und den Betrügern mit Liebe und Wertschätzung begegnete, statt sich moralisch überlegen, von ihnen abzugrenzen, wie die Pharisäer. Je tiefer ich weiß, dass ich selbst dieses Kind sein darf, desto eher wird es mein Herz bewegen, Nöte bei anderen zu sehen. Und desto eher wird es mich dazu bringen, auch diese klassischen Werke der Barmherzigkeit zu tun. Anderen zu helfen, mich für andere einzusetzen, statt wegzusehen. Geld zu spenden, um Not zu lindern, statt bei Berichten über abgebrannte Flüchtlingslager schnell umzuschalten. Dann erst wird ein Schuh daraus. Dann erst kann ich diesen Anspruch an mich heranlassen, den Jesus erstellt, ohne dass er mich völlig überfordern wird. Mich selbst verstehe, wie barmherzig Gott mit mir ist. Und das auch so weit nachfühle und nachempfinde, dass ich barmherzig mit mir selbst sein darf und mir klar mache, dass Gott jeden Menschen so sieht. Dann kann ich kaum anders als anderen Menschen gegenüber auch barmherzig zu sein. Dann kann ich nicht achselzuckend das Leid anderer ignorieren, sondern und die anderen die Schuld nachtragen und sie verurteilen, sondern werde immer mehr so werden wie dieser mütterliche Vater. Und genau das ist das Ziel Gottes für uns, dass wir uns selbst und einander immer mehr mit seinen Augen sehen. Und dass immer mehr unser Umfeld und unsere Gesellschaft prägt, damit er dann irgendwann zu uns sagen kann, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Gott ist durch und durch barmherzig. Er sieht uns nicht mit dem strengen Blick einer Überwachungskamera oder mit der Unnachgiebigkeit einer Radarfalle, sondern er sieht uns an mit mütterlicher Liebe und Wärme. Und das gilt für dich ganz persönlich. Und deshalb darfst und sollst du barmherzig mit dir selbst sein. Du darfst dich selbst so sehen. Du darfst barmherzig sein mit deinen eigenen Schwächen und Fehlern, mit deinem Versagen. Und deshalb darfst und sollst du diese Barmherzigkeit auch weitergeben. Und auch andere mit dieser Liebe und Wärme ansehen. Großherzig vergeben. Dich großzügig engagieren mit Zeit und Kraft und Geld. Weil Gott mit all seiner Mütterlichkeit und Väterlichkeit nicht aufhört, barmherzig mit uns zu sein. Amen.